Was geht ab, meine hungrigen Freunde? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Salami zu dem TV und wir sind einfach nur Ossis mit Mordsappetit. Und damit es auch so bleibt mit dem Mordsappetit, machen wir heute Königsberg-Klopse machen wir heute. Königsberg-Klopse. Wir gehen jetzt schnell zu Kaufland, kaufen die Zutaten und dann werden wir mal ein bisschen Cooking. Und Freunde, wer kann sich noch an diese legendäre Stelle erinnern? Als wir letztes Jahr im August oder so hier saßen, die Kameraperspektive ist jetzt ein bisschen anders, aber das macht nichts. Damals hatte ich noch ein Sternburger Bier in der Hand und willst du auch mal was sagen oder was? Ja, du lässt mir nicht ausreden, ne? Das war hier die legendäre Stelle, wo ich zum ersten Mal auf Sendung ging, nicht? Das war mein erster Auftritt hier. Also Harry hat vielleicht schon wieder meinen Namen vergessen. So einen, wisst ihr? Und den bekomme ich heute schon wieder. Ja, guck dir die Landschaft an. Ich würde sagen, wir halten das Intro kurz und gehen zu Kaufland, Freunde. Bis genau. Gleich! Junge, die Reinigungskräfte haben anscheinend auch Urlaub, oder was? Hol mal einen Korb, Dicker. Hol mal einen Korb. Mmh, köstlich. So, Milch. Moment. Was ist das denn für ein Fail? So, ich habe jetzt noch ein bisschen Kapern geholt. Oder was? Oh. Junge, bitte machen Sie keine Kasse mehr auf. Nein. Ja, auch das ist ein Neuropin. Wir sehen. Der macht so Bertris. Bitte? Habt ihr die? Alles gut? Ja, alles gut. Alles klar. Schönen Tag noch. Junge, bist du bei der Bundeswehr? Nee. Nee? Dachte schon. Ja. So, Freunde, wir sind jetzt von Kaufland zurück. Oh, ich bin fertig. Oh, viel zu dick die Jacke. Und alles hier, können wir jetzt erstmal einen Kaffee. Und dann geht's rund. Denn ich mach die Klopse. Fleisch? Ich mach die Klopse und Stefan, der schält die Kartoffeln. Genau. So, Freunde, ich bereite dir die Klopse zu. Zack. Genau. Und währenddessen kocht das Wasser schon im Hintergrund. Genau. Oh ja, das ist fein. Stampfkartoffeln, wie von früher, von Mutti. Du bist so ein Waisenkind. Stampfkartoffeln.
So, Freunde, wir haben es mal wieder getan. Stefan hat gekocht für mich bzw. für uns beide. Sieht sehr schmackhaft aus, was du da uns zubereitet hast, Stefan. Wunderbar, dankeschön. Aber Kinderportion, ja. Ist noch ein bisschen heiß, Freunde. Wer hat sich früher von euch auch immer so ein Nest gebaut? Aus Kartoffelpüree, so ein Nest, und darin hat er die Soße gemacht. Genau. Oder what? Auf jeden Fall. Dann lass uns mal anfangen zu essen, Stefan. Na ja. Mal gucken, wie das schmeckt, was du uns hier kredenzt so, hast. Auf die Löffel, wa? Auf die Löffel, fertig, los. Sauber. So, Freunde. Oh ja, das ist gut. Sehr gut. Oh. Der kann was, der gekocht hat. Werden wir die. Verstehe die Frage gar nicht. Oh, Junge. Pimentkorn. Ja, nicht gut, ja, nicht gut. Ich glaube, so kann die was. Ein bisschen festgebogen, aber sonst. So, ja. Das ist gut gemacht, Digga. Ausgezeichnet. Übrigens, ich möchte wieder zwei Leute grüßen, und zwar immer den lieben Julian. Genau. Und immer Michaels Mutter oder Michaels Mom. Andrea ist. Andrea! Andrea! Dieser Haps ist nur für dich. Andrea, wie alt bist du, wenn ich voran darf? Auch so unser Alter? Das fragt man doch keine Frau, Mensch. Ich bin 41 und Stefan ist 40. Ey, das schmeckt richtig gut, Stefan. Ja. Oh, von welchem Lieferservice haben wir uns denn liefern lassen? Made myself. Freunde, ihr habt da vorhin die Verrückte gesehen. Als wir auf der Bank gesessen haben und kurz pausiert haben. Die ist eine europäisch-polizeilich bekannt. Die bricht immer die ganzen Autospiegel ab und so. Erzähl mal, schlag aus deiner Jugend, Dicker. Ich hatte eine Jugend? Ich dachte, ich werde schon immer alt. Aus deiner verkorksten Jugend. Verkorksten? Na, die hab ich mit dir verbracht. Deswegen war ich ja so verkorkst. Wie lange kennen wir uns jetzt? Wie lange? Naja. Seit 23 Jahre, ja, müsste man sein. So schulzeitmäßig. Vorher nicht? Nee. Nee. Ich nicht. Ja, da bist du. Da sind wir noch. Bist ich worin gerannt? Wo sind wir drin gerannt? Rumgerannt. Rumgerannt. Im Dorf hatten wir noch früher Spielplätze und alles, aber heute. Haben wir mal Klingelstreich gemacht. Ja. Wir haben mal geklingelt und sind immer abgehauen. Und Stefan ist schon immer 10 Meter vorher gerannt, weil er nicht so rennen konnte immer. Oder? Ich habe mich schon vorher versteckt, naja. Bei dem, was wir immer geklingelt haben, hat auch immer Senf auf der Klingel raufgemacht. Oh, war das ekelhaft. Wie Senf? Ehrlich? Der hat Senf auf der Klingel. Hast du richtig gehört? Ja. Wie? Seitdem habe ich über Handschuhe gezogen. Wie kann er nur? Ach, aber die besten Geschichten immer noch selten. Ja. War uns langweilig. Jemand hat ein Foto. Ein Foto. Foto, was war das? Eine Kamera gehabt. Fotoapparat mit Blitzlicht. Richtig. Und auf jeden Fall, was machen wir damit? Steht Film drin? Abends so gegen 11 Uhr so rum. Autos vorbeigefahren und immer geblitzt. Und die dachten natürlich, die werden nie geblitzt. Da ist auch kein Blitzer. Oder und E-Motorradfahrer hat doch mal angehalten, ne? Okay. Angehalten, ja. Genau. Der ist umgedreht, angehalten. Und hier sind der Stelle in den Club drin, haben Karten ausgeteilt. Und wenn es da drin gekommen, ey, wart ihr das? Der mich gerade fotografiert hat oder geblitzt. Ist der echt drin gekommen, ja? Der ist drin gekommen, ja. Das wüsste ich nicht mehr. Der hat aber Karten ausgeteilt. Weil ich hatte beide Karten falsch rum, weißt du? Mhm. Und die eine hat er ja nicht mitgekriegt. War ich damit bei? Nee, da nicht. Aber andere Zeiten. Früher ist er mal aus dem Gebüsch geklettert. Wer? Na du, abends. Wieso? Du weißt nicht warum.
Willst du die anderen erschrecken? Keine Ahnung. Aha. Stefan muss heute noch weg. Der muss heute arbeiten, privat. Erzähl mal. Ein bisschen Möwe verrücken. Verrücken. Ne, verrücken, naja. Der verrücken. Wird Laminat. Laminat. Möbel verrucken, Laminot. Laminot. Und aber tot. Ihh, du Kleckers, das ist klar. Ey, ich hab mir diese Kelle gekauft, der Kaufmann, der hat 7 Euro. 7 Euro. Die gleiche Kelle gibt's bei Kick für 1 Euro. Nur für die, die dich interessieren. Du bist hier so der Plaste-Fan. Nein. Gab's da nicht das Holz? Nein. Außer Holzkopf? Gab's das Holz. Hm. Mmh, look at this. Pornös. Kriegt man eine Maulsperre. Du bist schon fast fertig. Wie frisst du denn? Schnell fressen und schnell reden, ja. Und heute musst du noch mal Kaufland. Weil da ist ja kein Schwein. Und was haben wir gekauft? Gemischt. Na toll. Was machst du denn jetzt? Und nochmal zurückgerannt. Und die Schlange von da bis nach da. Furchtbar. Der Hunger ist immer größer wie der Magen. Oder wie der heißt das? Pimentkorn? Hm. Oh, ich krieg die Schlange nicht voll, die ganze Bier. Soll ich schon noch losgehen? Mhm. Was trinkst du da? Aus dem Glas trinke ich. Noch ein Schlag aus meiner Jugend, was soll ich denn erzählen? Na, keine Ahnung. Da früher Wrestling gespielt haben. Was haben wir? Wrestling. Schön hier Mut im Fernsehen angeguckt, weißt du, und dann rausgegangen und dann die Dinger mit ausprobiert. So ein Scheiß. Satt bist. Oh, jetzt Nickerchen und so, das wär. Stefan, kann ich auf deine Couch schlafen? Nee, ich muss ja gleich los. Echt jetzt? Ja. Haust du gleich ab? Kann ich auf deine Couch schlafen? Natürlich nicht. Okay, Freunde. Wenn ich auf Stefan seine Couch schlafen darf. Oder soll, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich hab noch nie. Ja. Na, gut, Freunde. Du hast noch nie. Und das sollte mal wieder gewesen sein mit dem Video. Wenn ihr noch mehr wie so eine Videos sehen wollt, ihr wisst, was zu tun ist, Freunde. Ja. Aber was? Mach jetzt mal den Abschluss, bitte. Mach jetzt mal den Abschluss. Erst doch Wort, siehst du. Mach. Komm. Komm. Oh, da bedanken wir uns, damit er unser Video schön kommentiert und immer Like gibt und alles. Und innerhalb dieses oder nächsten Monat haben wir eine Überraschung für euch. Und das kommt in dem Video. Aber was es ist, verraten wir noch nicht. Was für eine Überraschung. Gut, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Entweder mit oder ohne Stefan, ja. Aber wir sehen uns. Okay, Freunde. Bis dann. Und immer schön hungrig bleiben. So, wiederschauen. Tschö. Wie schnell frisst du denn, ey? Ja.